So, Checker-Freunde, jetzt machen wir mal kurz den Assistenzsystem-Check. So. Alle Systeme leuchten. Wunderbar. So, mir zeigt er jetzt hier an. Jetzt bremst er runter. Und hat erkannt, dass es hier eine Kurve ist. Ich brauche gar nichts machen. Und jetzt beschleunigt er automatisch wieder hoch. Ich gebe kein Gas, nichts. Und so, und jetzt lenkt er theoretisch auch noch mit. Jawohl, jetzt hat er die Spur erkannt. Ja, einwandfrei. Und es macht er ganz gechillt. Obwohl wir jetzt heute schlechteres Wetter haben. Wir haben jetzt gestern mal gemessen, alle 13 Sekunden muss man das Lenkrad annehmen. Ja, doch, ja. Ja, das macht er schon. Jetzt bin ich mal gespannt hier auf der Kurve. Ja, da merkt man dann schon noch, da fehlt es immer ein bisschen. So, jetzt sind die Pfeile wieder grün. Jetzt können wir wieder loslassen. Und jetzt erkennt er auch, dass eine Kurve kommt und geht hier schon vom Gas runter. Ich brauche da nichts machen. So. Ja, jetzt lässt er los. Ja, weil wir wieder unter 70 Stundenkilometer gegangen sind, da gibt es eine gewisse Grenze. Super. Ja. Oh, ich brauche gar nichts, ich brauche kein Gas, nichts machen, nichts bremsen. Also, der macht das alles von alleine. Das ist schon sensationell. Also, scharfe Kurven sollten wir ihm noch nicht so wirklich zutrauen. Aber ansonsten hier den Bereich wirklich top. So. Lassen wir mal laufen, ne? Wir haben jetzt ein bisschen schlechtes Wetter, aber macht das souverän. Ja, diese 12, 13 Sekunden sind mir ein bisschen zu wenig. Das machen manche Hersteller ein bisschen länger. Aber so macht er das eigentlich schon recht geschmeidig, die ganze Geschichte. Ich bin zwar immer noch kampfbereit, ja, aber ja, wunderbar. Ja, Aufmerksamkeit, Verkehr, wunderbar, alles in Ordnung. Alles ist grün hier unten, das heißt, alles funktioniert. Jetzt hat er einen Gang runtergeschalten. Jetzt fahren wir hier mal einen Buckel hoch. Ja, doch. Ja. Wo er noch so ein bisschen seine Schwierigkeiten hat, ist, wenn es ein bisschen schärfer wird, das Ganze, dann zuckt er da noch. Aber so, jetzt fahren wir einen Berg runter. Schon interessant. Also jetzt im Vergleich zum Beispiel zum Arteon, der hatte schon bockstark gemacht, da war ich schon echt fasziniert, wie der mit der Schildererkennung und per GPS das Ganze geregelt hat. Ja. Ja, da bremst er jetzt, ja, das merkt er, jetzt kommt was, ja, interessant. Ja, er bremst ganz alleine runter. Ich brauche jetzt nichts tun, außer jetzt noch schön abzubiegen. Aber hey Leute, das ist doch schon flashig hier, oder? Wie der jetzt hier fährt, das kann ich hier so gucken. Gucken wir mal von vorne an, wie wir von vorne aussehen, wenn wir fahren. Geil, können wir Lichthub geben? Ah, genau, geil, Lichthub. Cool. So, blinken. Zeigt der auch Bremslichter? Also das Blinken sehen wir auch. Jetzt bremse ich mal. Naja, sogar Bremslichter zeigt er, unglaublich. Ja, schon cool gemacht mit der 3D-Kamera. Also man kann da auch mit den Fingern zoomen und so. Schon cool. Blinke. Schon geil. Also jetzt gehen wir auf die Autobahn. So, jetzt müsste natürlich klar. Sensationell, wie der das im Blick mitnimmt. Klasse. So, ich habe jetzt 130 eingegeben. So, dann lassen wir mal fahren, ne? So, dann blinken wir. Erschwerte Bedingungen, Schnee, Gestöber etc.
Aber das macht er schon gut, ne? Rechtsfahrgebot, da gehen wir wieder rüber. Das müsste sich eigentlich wieder einsortieren, genau. Super. Hier links zeigt er jetzt an, Spurwechselassistent, dass da was ist. Ja, der lässt uns vorbei. Jo, jetzt hält er wieder die Spur zum Vordermann. Man kann hier dann noch einstellen, Distanz hier mit dem vorderen Hebel ein bisschen zurück, ein bisschen vor. Ja, also hier sieht man dann, ja, weiter, desto weiter ich runtergehe, desto näher kommt das Fahrzeug vor uns. Zack, so mache ich wieder hoch. Ja, so, zwei Striche. Lenken, sonst macht er wieder aus. Ja, wie gesagt, Nothalteassistent, wirklich von 170, glaube ich, sind wir gefahren auf 0 runter. Haben wir auch im Programm. Dann Ambiente-Licht, ein kompletter Fahrzeugcheck natürlich. Ambiente-Beleuchtungscheck haben wir. Dann noch auf der Autobahn gestern Abend bei 200 das Fahren mit dem Spurhalte und wirklich mittig fahrend, also wirklich sensationell die ganze Geschichte. Ja, dann noch ein Technikvideo haben wir, ja, wo man ein bisschen erklärt, was kann das Ding so. Ja, gibt es einige davon. Freut euch darauf. Jetzt fahren wir hier noch ein kurzes Stück. So, jetzt gehen wir hier, oder? Gehen wir mal ein bisschen hoch. Blinke ausmachen, dass er auch wieder die Linie erkennt. So, dann können wir ihn eigentlich laufen lassen. Ohne Probleme. Lichtassistent. So, er bremst auch komplett selber. Brauche ich nichts machen. Nur, wie gesagt, alle 12, 13 Sekunden das Lenkrad anfassen, was mir immer noch zu wenig ist. Ja? Das machen andere 20 Sekunden. Das gefällt mir persönlich besser. Ja. So, er zeigt mir dann immer wieder links, rechts an, kommt ein Fahrzeug etc. Ja, der warnt mich dann auch, wenn ich rüberfahren möchte. Dann kommt hier ein Dung, 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 Dung. Super Geschichte. Der scannt jetzt auch sämtliche Fahrzeuge vor mir, auch rechts auf der Fahrbahn. Und ist immer am Kommunizieren mit dem Fahrzeug, falls sich da was tut. Ja, jetzt zieht einer rein. Jetzt geht er leicht vom Gas, dass der Abstand wieder stimmt. Ja, das machen ja viele auch schon, das System. Also theoretisch, wenn wir nicht die Gesetze haben mit der Stufe 3, was das angeht, ja, würde der mich jetzt bis zum Autohaus Weber nach Leonberg durchfahren wahrscheinlich. Ja, jetzt haben wir 120. Ja, also mit diesem wirklich nicht nur den Linienassistent, wo er vibriert im Lenkrad und dann so Ping-Pong spielt, sondern auch der Assistent, wo er wirklich die Spur mittig hält. Ja, das sind zwei Extrasysteme. Und die kommunizieren miteinander und das im Zusammenspiel mit dem adaptiven Abstandsregelungssystem funktioniert das wunderbar. Ja, jetzt hat er mir gegengelenkt, das passt schon. Aber wir müssen noch eins rüber. Ja, coole Geschichte. Also das funktioniert. Das war jetzt mal so ein kurzer Blick zum Autobahnvideo mit dem A8. Ja. Ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen weiterhelfen. Wenn ihr Ideen habt, Anregungen etc., schreibt uns Kommentare drunter auf Facebook oder YouTube. Ja, ansonsten geben wir das Fahrzeug jetzt beim Autohaus Weber wieder ab. Vielen Dank dafür. Danke fürs Schwabenchecker schauen. Ja, und wenn ihr weiterhin Bock auf uns habt, abonniert uns doch einfach oder lasst einfach einen Daumen hoch da. Und wenn ihr uns weiterhin folgen möchtet, könnt ihr das über Facebook, YouTube und Instagram tun. Da bekommt ihr immer Neuigkeiten, Bilder, Videos, was wir so treiben. Vielen Dank dafür. Jetzt habt ihr hier noch 3 Videos, wo ihr euch anklicken könnt. Schaut es euch an, habt viel Spaß. Wir sagen danke fürs Schauen und bis bald. Eure Schwabenchecker. Ciao. Ciao.